Ja, wir sind hier in der Rauchstube im Volkskundemuseum. Vielleicht etwas unerwartet in einem modernen Volkskundemuseum in der Stadt einen so einen historischen Originalraum vorzufinden. Aber die Rauchstube gibt es schon seit 1914 hier im Haus, denn Viktor Geramp hat nach einem Originalraum dieser Art gesucht, um die komplexen Lebenszusammenhänge der Vergangenheit hier deutlich zeigen zu können. Er hat die Rauchstube dann auf der Pack, in Oberrohrbach auf der Pack, ausfindig gemacht und sie ist, wie gesagt, schon jetzt seit 100 Jahren im Museum und wir haben sie ganz bewusst auch in die Neugestaltung 2003 in das Thema Wohnen wieder eingebaut. Was ist nun das Spezifische an einer Rauchstube? Es ist kein so primitiver alter Raum, wie man es auf den ersten Blick glauben möchte. Es ist ein total multifunktionaler Raum, in dem sich eigentlich das ganze Leben abgespielt hat. Es ist also keine Rauchkuchel, kein Kochraum mit offener Feuerstelle, sondern ein Wohn-, Koch-, Ess-, Arbeitsraum. Da hat sich das soziale Leben der Familie abgespielt. Die Generationen waren hier beisammen. Ganz typisch ist die Doppelfeuerstelle, die auch sehr durchdacht ist, und zwar mit der offenen Feuerstelle, mit dem offenen Herdfeuer, dann dem gemauerten Backofen zum Backen und Zubereiten anderer Speisen, Brotbacken und so weiter. Diagonal gegenüber die Tischecke, der Essplatz, da muss man sich vorstellen, dass da viele Menschen an diesem Tisch Platz genommen haben, man hat aus der gemeinsamen Schüssel gegessen. Und an dem Tisch hat aber sicher auch anderes stattgefunden. Geselligkeit im Rahmen der Familie und der Hausgemeinschaft. Man hat hier die Freizeit auch verbracht. Man hat zum Beispiel auch Bibel gelesen. Man hat Arbeiten hier verrichtet, kleine Reparaturen, Handwerksarbeiten, alles was so angefallen ist im Haus. Ich habe schon von den Generationen gesprochen, von den Kleinkindern in der Wiege oder in der Gehschule bis zu den alten Menschen war in diesem Raum jeder vorhanden und hat zusammen mit dem anderen zusammengelebt. Vorratshaltung war genauso möglich. Man hat hier herinnen zwar nicht direkt geselcht, also man hat nicht das Fleisch konserviert, aber man hat also durchaus auch die Selchfleischvorräte hier herinnen gehabt. Ein Milchkastel, wo man auch die Milch- bzw. Käsevorräte gesammelt hat. Kleintiere hat man auch in diesem Raum gehalten, zum Beispiel das Geflügel, vor allem in der Winterzeit. Als Schlafstelle hat der Raum gedient, nicht nur hier, wie wir es mit dem Bett sehen, sondern auch in Ofennähe, dort haben sich sehr gerne kranke Menschen aufgehalten und haben die Wärme des Ofens ausgenutzt. An sich war der Aufenthalt in der Rauchstube nicht sehr augenfreundlich. Man muss sich vorstellen, in dem Raum ist für eine stehende Person ungefähr bis in Brusthöhe der Rauch ständig gestanden, wenn der Ofen beheizt war. Und es hat natürlich auch dementsprechend viele Augenkrankheiten gegeben. Der Rauch hat sich aber so im oberen Raumbereich gehalten, also im Sitzen war man zum Großteil im Rauchfreien. Die Beleuchtung wird man auch als eher dürftig empfinden. Es hat natürlich kein künstliches, also kein elektrisches Licht gegeben. Man hat solche Hinspannhalter vor allem gehabt, die auch schon sehr durchdacht waren. Es ist sozusagen eine Stehlampe mit Dimmer. Man kann die Lampe in der Höhe verstellen, je nachdem, ob man sitzende oder stehende Arbeiten verrichtet. Und der Span, die Einstellung des Spanes, hat die Lichtstärke bedingt. Der zweite Kessel hat der Viehfutterzubereitung gedient und zur Warmwasserbereitung. Also es ist nicht alles nur an der Doppelfeuerstelle gemacht worden. Dann eben, wie gesagt, das regelmäßige, in größeren Abständen stattfindende Brotbacken auf Vorrat. Und Vorräte hat man dann eben im Raum selber auch gelagert.
Es gibt in den Rauchsturm sehr häufig oder meistens zwei Fensterreihen. Das hat nicht unmittelbar mit der Thermik zu tun, also das sind nicht Rauchabzüge, sondern das hängt mit dem Blockbau zusammen, aus dem die Stube gefügt ist. Die großen durchgehenden Stämme, aus denen der Raum zusammengefügt ist, konnte man natürlich nur in kleinen Segmenten durchschneiden und hat das dafür versetzt gemacht, auch um eine gleichmäßigere Beleuchtung über diese kleinen Flächen zu ermöglichen. Das alles, was ursprünglich in der Rauchstube an Wohnfunktionen angesiedelt war, hat sich im Laufe der Zeit dann innerhalb der Häuser verteilt. Also ein heutiges Einfamilienhaus hat nicht mehr diesen multifunktionalen Zentralraum. Als erstes hat sich die Stube von der Rauchstube abgetrennt. Man hat also dann bald die rauchfreie, schöne, gute Stube gehabt, die meistens von außen mit einem Kachelofen beheizt worden ist. Die Schlafräume haben sich auch relativ bald separiert von der Rauchstube. Die Räume, die der Körperhygiene dienen, kennen wir natürlich auch als Sanitärräume in anderen Bereichen des Hauses. Also so haben sich langsam die einzelnen Wohnfunktionen aus der Rauchstube herausgelöst und auf das ganze Haus verteilt.